Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war bis vorhin im Kloster Dahlheim in Lichtenau. Er ist Schirmherr der neuen Ausstellung Verschwörungstheorien, von der wir ja diese Woche schon berichtet haben. Die wurde heute eröffnet. Sonja Engelke, was hat da heute im Mittelpunkt gestanden am Kloster Dahlheim? Die Ausstellung oder der Bundespräsident? Zunächst natürlich der Bundespräsident. Wenn das deutsche Staatsoberhaupt irgendwo zu Besuch kommt, dann wird natürlich schon allein aus Sicherheitsgründen ein Riesenaufriss gemacht. Über 600 geladene Gäste dazu, die vielen Journalisten. Das hat dann auch schon eine ganze Weile gedauert, bis die ganzen Überprüfungen durch das LKA dann beendet waren und wir endlich auf das Gelände rauf konnten. Zurzeit findet dort hinten noch ein Empfang statt. Wir sind hier im Moment in diesen Minuten ein bisschen am Rande des Geschehens, weil nämlich unser Ü-Wagen auch nicht aufs Gelände gekommen ist, sondern außerhalb der Klostermauern sich postieren musste. Heute Nachmittag ist Steinmeier angekommen, übrigens ohne seine Frau Elke Büdenbender. Sie hatte ihn eigentlich begleiten wollen, aber ich habe gehört, es gab wohl vorab einen Verwandtschaftsbesuch in Lippe und dann wurde wohl irgendwie kurzfristig entschieden, sie kommt nicht mit. Steinmeier also alleine hat sich im Museum auch sehr interessiert die Ausstellung Verschwörungstheorien früher und heute angesehen und sich anschließend in die goldenen Bücher eingetragen vom Kreis Paderborn und der Stadt Lichtenau. Und für den Museumsdirektor Ingo Grabowski ist dieser hohe Besuch enorm wichtig. Die Ausstellung bekommt eben dadurch, dass der Bundespräsident kommt, nochmal die Aufmerksamkeit, die sie auch verdient, denke ich. Heute überwiegt natürlich der hohe Besuch, aber die Ausstrahlung, die von diesem Besuch ausgeht, die wird sicherlich sich auch positiv auf die Resonanz der Ausstellung auswirken. Und nach den Formalitäten ging es dann los mit dem Festakt, wo dann die offizielle Eröffnung war. Das war dort unten. Dort ist ein ehemaliger Schafstall. Und Frank-Walter Steinmeier hat eines der Grußworte gesprochen. Und da ist ganz deutlich geworden, wie wichtig ihm das ist, dass Verschwörungstheorien aufgeklärt werden. Er sagt, die erleben zurzeit eine regelrechte Renaissance. In Zeiten von Social Media, sozialen Netzwerken, den neuen Medien, wo in Sekundenschnelle Fake News, also Falschmeldungen sich verbreiten und ein Millionenpublikum erreichen und viele Leute das dann auch noch glauben, diese Unwahrheiten. Und er sagt, ihm ist das deshalb so wichtig, weil in seiner Funktion als Bundespräsident ist er einfach gekoppelt an die Demokratie und Demokratie gründet auf Vernunft. Und wenn so viele Menschen wider jeglicher Vernunft irgendwelche Verschwörungstheorien glauben, dann sagt er, stecke wohl unsere demokratische Gesellschaft in einer ziemlichen Krise und dagegen müssten wir alle ankämpfen. Der Kampf gegen Desinformation und Verschwörungstheorien, das ist eine der großen Herausforderungen für die liberalen Demokratien. Es ist ein Kampf, der uns alle angeht, der in Familien, Schulen, Büros und Betrieben ebenso ausgetragen werden muss wie in Zeitungsredaktionen, sozialen Netzwerken und Parlamenten. Und er wird ja auch überall ausgetragen. Von den Nachfahren eines Erasmus, eines Galilei, Voltaire, von Wissenschaftlern, Journalisten und Bloggern, von Abgeordneten in Untersuchungsausschüssen und von Ausstellungsmachern wie Ihnen hier im Kloster Dahlheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche mir und Ihnen deshalb aus tiefstem Herzen, dass diese Ausstellung viele Menschen interessieren wird. Herzlichen Dank.